Dann schaue ich noch mal kurz, ob ich alles hab. Greenscreen, Videorekorder, dieses Mikrofon und, ach shit, Lockenwickler. Wo hat Alina ihre Lockenwickler? Letzte Requisiten besorgt. Jetzt geht's zu Lisa und dann werden letzte Requisiten besorgt. Du hast ein einziges letztes Requisiten besorgt. Jo, das ist das Greenscreen-Setup. Ist mir ganz gut gelungen, finde ich. Hier ist unser Fundus. Super. Mit dem Bett, das sieht wirklich aus, als hätte hier jemand irgendwie rumgeschnüffelt oder so. Ich habe noch Wimpern gefunden. Ah, das Bett zum Verrücken wäre ja mega. Die ist nicht 80s genug. Nee, sie ist eher so 60 Cent. Ach so. Irgendwie so. Komplizen-Videodreh! Monochrome! Hier ist der Handschuh. Geil. Also, ach ja, du bist ja Linkshänder. Phil, der schmierige Produzent. Und ich produziere jetzt die Alina. Produziere mich nicht, sagt sie. Aber ich produziere sie. Leute, ein historischer Augenblick. Alina verleiht mir eine Medaille. Ich weiß noch nicht genau wofür. Und auch noch nicht welche. Oh, ich bekomme bestimmt die Bronzemedaille. Ich war mal bei einem Wettbewerb für Verlierer, also der Verliererwettbewerb. Selbst da habe ich nur den zweiten Platz gemacht. Ich bin ein Verlierer, Baby. 'Cause I'm a loser, Baby. Also warum killst du mich nicht? Das ist die Goldmedaille. Ja, es ist die Goldmedaille. Du verlierst mal die Goldmedaille? Ja. Wofür? Dafür, dass du ein Gewinner bist. So. Ja, aber dann geht's bei Preisverhandlungen immer dann noch so. Ich will mir Goldmedaille Women respekten. Weil ich so viel Women respekte, habe ich die Goldmedaille. Du kriegst jetzt die anderen wieder. Aberkannt, weil du Women disrespected hast. Was? Niemals. Das ist jetzt eine Bronze. Ne, ich trage zwei Stufen das niedrige. Ja, so ist das, wenn man Women. Sei froh, dass du überhaupt noch eine Medaille bekommst. Die Rostmedaille. Yay, der erste Durchgang. Wow. Und wie war es? Wie empfandest du es? Okay. Ja. Also ich glaube, ich kann noch mehr machen. Ja, wir machen jetzt mal, ändern jetzt mal die Perspektive, ja. Und dann kannst du noch mehr machen. Ja. So, Bananenaufblas-Challenge, wer die Bananen schneller aufgeblasen hat. Diese Banane zuerst aufgeblasen. Ich bin der Donkey King. Boah, blas die bitte auch auf. Ja, ja, so ein Tom Sawyer-Movie oder was? Ja, warum? Nö. Das reicht ja an Banane. Es ist Sonntag. Wir haben gestern bis spät in die Nacht an unserem 80s-Video gedreht. Wir sind alle jetzt ein bisschen müde. Und ich bin jetzt mal unterwegs, um Brötchen zu holen. An diesem wunderschönen Sonntagmorgen. Bitteschön. Dankeschön. Basketball. Michael Jordan. Ja, so. Hallo. Warum lachst du denn? Das war ein super Tippel. Nee, das... Sehr gut. Wenn du danach nicht mich anguckst, nein. Sehr gut.
Nicht zu weit den Arm, nein, der Arm ist draußen. Ich meine den Ellbogen, sorry. Ja, so super. Ja, schön über alles eng am Body halten. Du bist eine Slange. Gib mir die Snake. Wo ist die Snake? Schlängel dich wie eine Snake. Ja, aber nicht zu weit. Schlängel dich nur so, als wenn du in so einer kleinen Röhre bist. Das war ein guter Tipp. Ich habe meine ganze Kreativität da reingebracht.